Auch schon wieder Bergfest. Egon! Egon! Ja, mein König, was wünschen Sie denn? Es ist Bergfest. Es dürstet mir nach Spaß, Egon. Alles klar, ich suche diesen einen Hofen an. Ja, du bist es doch. Der König verlangt nach dir. Oh, Digga, ja, ist ja gut. Ah, der König. Die Bespaßung kann losgehen. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum neuen Bergfestmuch, zur absoluten und kompletten Verblödung. Heute gibt's Bier und Pappe. Greta wäre stolz auf mich. Wir beruhigen uns kurz. Perfekt. Ich hatte schon mal sowas ähnliches. Ich glaube, es hieß Baltic Double und das hier ist halt Triple. Da war ein Wolf drauf letztes Mal. Ich glaube, das hatte mir der nette Salmonellen geholt. Und das hier, das hat er auch geholt. Ja gut, war mit einer Schere. Ne? Kann ja keine gute Bescherung werden. Oh! Weil wenn ich jetzt nicht an dieser Stelle 874 Likes habe, dann weiß ich auch nicht. Was soll ich noch machen? Oh, das. Ist das Bier? Hier steht drauf seltenes Bier. Ja, ihr kennt das ja bei den Pokémon-Karten. Die Glitzy am Ende, ja? Das ist das hier. Digga, was? 9,5%. Zum Glück ist das nur 0,33, sonst würde ich mich beim Schneiden schon wieder komplett übergeben. Tja, an der Stelle möchte ich erstmal wieder übergeben. Boah, bin skeptisch. Ich hab da ein guter iPad dran. Das ist mein Humor. Also man schmeckt schon raus, dass es 9,5 sind, ja. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Oh, ich bin nicht immer so. Ja? Aber meistens. Hey, die 9,5 sind mir schon wieder direkt zu Kopf gestiegen. Wie Läuse. Ja, ich dachte, ihr schreibt mir in die Kommentare. Also, ich muss wirklich sagen, es schmeckt nicht so schlimm, wie ich es erwartete. Es riecht schon ganz schön extrem. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Geschmack von Hustensaft im Mund gehabt. Ich möchte aber vorwarnen, wenn ihr das hier irgendwo mal seht und ihr habt zufällig noch offene Rechnungen, ihr müsst ein Haus abzahlen oder sowas, kauft euch das nicht. Ich glaube, das kostet 2,5 Euro, 3 Euro. Also das ist arschteuer. Und 0,33. Jetzt merke ich es aber, es wird ganz schön warm im Mundraum. Ich habe einfach das Gefühl, das hat gar keine Kohlensäure. Das ist eigentlich nur... Oh, das brennt aber. Was haben wir hier drin? Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe, Gewürz. Was hier sogar geil ist, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist für Leute, aber für Leute, die sich ein Drittliter für 3 Euro holen, ja, ist das hier vielleicht ganz interessant zu sehen. Ich zeige es euch einfach mal. Ehrlich gesagt kann ich damit selbst nicht sehr viel anfangen, aber ihr könnt es ja lesen hier. Schokoladegeschmack, ganz wenig ausgeprägt, aber würzig ist es. Ach, da steht es ja sogar, weinartig. Ich sag's ja immer wieder. Der Franzose trinkt seinen Wein artig. Aber fängt jetzt jemand an zu weinartig aus. Dreier-Spitzblüt. Ne, wir machen das jetzt hier ganz seriös zu Ende. Es will mich hier sonst jemand einweisen. Ich lasse es. Der Geschmack erinnert mich an Lakritz. Kennt ihr den Schnaps? Ja, richtig, den aus Harry Potter. Kennt ihr den Schnaps? Dirty Harry? Also das ist so Likör, 70% oder so, schmeckt einfach nur nach Pfefferminz. Nach Lakritz, 9,5% drehen mich gerade wirklich zur Seite. Die Leute, die Ahnung haben, sagen vielleicht, das ist mega geil.
Na, hier steht auch perfekt zu intensiven Käse, Kürbissuppe, Pilze, Fisch in Miso. Ich weiß nicht mal, was Miso ist. Also für Leute, die zwischendurch einfach mal ein Feierabendbier trinken wollen oder so, für die ist das hier nichts, ja. Wenn hier jemand dabei ist, der so ein richtiger Feinschmecker ist, dann mag das was sein. Der bin ich, aber leider auch nicht. Und deswegen sagt uns dieses Video genau was? Nichts. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Kinnatz! Bravo! Grandios! Also das werde ich erstmal liken und abonnieren. Und jeder, der es nicht tut, gehört verbannt!